Guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video der Firma Autopartner. Heute habe ich ein Mega-Monster für euch. So ein Auto habe ich selbst noch nie gesehen. Ist Hammer. Ihr kennt alle sicherlich einen Ford F-150. Die größere Variante ist ein F-250. Für die Leute, die es dann richtig groß wollen, die kaufen dann F-350. Und wir haben, kommt mal mit, das zeige ich euch mal eben. Steht nämlich bei uns hier draußen. Ich gehe jetzt mal drum rum. Ist Hammer. Ich zeichne euch aber noch nicht. Ich gebe euch erstmal ein paar Eckdaten. Und zwar, wir haben ungefähr 500 Liter Tankinhalt, 5,8 Liter Diesel V8. Eine Höhe, ich weiß es nicht, 2,40 Meter, 2,50 Meter hoch und über 7 Meter lang. Und es wird gar nicht richtig drauf gehen. Das. Ich muss weiter weggehen, damit man das überhaupt erkennen kann. Das ist krank, oder? Das ist ein Ford F650. Ich nehme euch mal mit und zeige euch mal ein paar Details, erkläre euch ein bisschen was zum Auto. Fahren wird schwierig, damit sogar, weil ich mit meinem Führerschein das Auto gar nicht mehr fahren darf, weil der ein Leergewicht hat von über 5 Tonnen. Aber ich zeige euch trotzdem erstmal alles Notwendige. Euch mal einen Eindruck zu vermitteln von vorne. Dieses Auto ist abnormal groß. Wir haben, ich knie mich mal daneben, eine Reifengröße, wo steht sie? 385, 65, 22,5. Das ist wahnsinnig hoch und wahnsinnig groß. Vorne geht auch das Rad in den Radkasten bzw. in die Radhausschale. Hinten ist das Ganze etwas trickiger. Sieht man, dass das Ganze gar nicht mehr passt. Ich zeige euch gleich mal von der anderen Seite. Hier ist das Rad wesentlich größer. Aber wenn die Karosse niedriger wäre, würde das Rad gar nicht mehr da reinpassen und die Karosse würde den Reifen im Endeffekt abschneiden. Das ist eine völlig geile Konstruktion, die Wahnsinn ist. Hier sieht man am Hinterrad noch mal ganz genau, dass der Radkasten eigentlich zu klein ist für dieses Hinterrad. Dementsprechend muss die Karosse so hoch sein, weil sonst das Ganze gar nicht funktionieren würde. Außerdem haben wir hinten, weil der Aufbau so breit ist, dass wir hinten diese Schmutzfänge haben, wie das beim LKW auch ist. Dann hat der Vorbesitzer diese wundervollen Rohre dran gebaut als Auspuff. Die haben auch oben diese geilen Klappen drauf, die gehen immer so schön auf und zu. Dann haben wir unten, das ist der Batteriekasten, hier unten dran, und zwei Tanks. Ihr denkt jetzt, das sind zwei Tanks, weil er zwei Stufen sind, einmal die und einmal die, aber nein, das ist der eine Tank. Gesamtes Volumen des Tankes liegt bei ungefähr 500 Liter. Das sind bei einem Dieselpreis von, ich weiß nicht, was der Diesel im Moment kostet, 1,25, schon 5, 6, 700 Euro, die er da reinschüttet, nur um den Kasten einmal voll zu tanken. Übrigens stehe ich jetzt neben dem Seitenspiegel, damit man mal dieses Ausmaß erkennen kann, wie hoch das Auto wirklich ist. Zum Thema Höhe. Das ist die Einstiegsstufe. Das ist die erste Stufe, die wir haben bei diesem Auto. Wenn ich jetzt hier einsteigen möchte, muss ich aber schon extrem hoch, um mein erstes Bein, um mein Bein überhaupt reinzukriegen. Bei neueren Modellen ist es etwas schöner gelöst. Da kommt mit Öffnen der Tür, fährt unten eine neue Stufe raus oder eine separate Stufe. Das haben wir hier nicht. Deswegen können wir hier beim Einstieg nur die Tür aufmachen. Hier ist ein Haken, den können wir extra nutzen. Und dann muss ich 1, 2 auf den Tank und dann kann ich einsteigen. Und runter genau das gleiche. Muss ich wieder 1, 2 und dann diesen extrem hohen Schritt machen. Zum Einstieg etwas crazy. Alltagstauglichkeit ist bei diesem Auto halt nicht gegeben. Einfach, es ist für den Alltag absolut untauglich.
aber ein definitiver Hingucker. Die Ladefläche dieses Autos ist zwar nice to have, aber eigentlich völlig überflüssig. Weil wenn ich hier was einladen möchte, ist völlig unmöglich. Ich kann kaum was nehmen, was ich anheben kann, was ich über auf dieser Höhe, ich bin fast auf Brusthöhe bei mir, was ich hier rüberheben kann, um es hier drauf zu legen. Ich komme exakt bis auf diese Kante. Und es ist eigentlich völlig unmöglich, irgendwas da drauf zu laden, ohne dass ich hier hochkrabbeln oder hochklettern muss. Schön zu haben, wie gesagt, aber extrem schwierig zu handeln. Und die Klappe an sich ist jetzt auch nicht ganz so leicht, wenn ich sie zuklappen möchte. Ist ein Auto, um damit durch die Gegend zu fahren und einfach zu zeigen, was man hat. Was natürlich auch immer wichtig ist, gerade bei so einem großen Auto, ist das Thema Beleuchtung. Wir haben allein an einer Seite, ich bin jetzt nur auf der Fahrerseite, so viele verschiedene Leuchten, die das Bremsen anzeigen, die das Blinken anzeigen, dass man beim Spurwechsel eigentlich nicht übersehen werden kann. Wir haben hier eine Leuchte, wir haben hier eine Leuchte, wir haben hier eine Leuchte, das ist wahrscheinlich der normale Rückfahrtscheinwerfer oder Arbeitsscheinwerfer. Wir haben hier die Leuchte, das sind schon drei zum Abbiegen, den lasse ich jetzt mal außen vor. Dann haben wir hier noch einen Zeitmarker und vor dem Kotflügel auf der anderen Seite haben wir auch noch einen Zeitmarker. Das heißt, wir haben fünf Leuchten an einer Seite, beziehungsweise nur für hinten links an diesem Auto. Das haben wir natürlich rundherum auch nochmal, damit man auch beim Spurwechsel mit diesem Gefährt auf keinen Fall übersehen werden kann. Um die Haube aufzumachen, müssen wir nur diesen Hebel hier entriegeln, den müssen wir einfach nur hochklappen. Und dann, ich nehme mal zur Seite, und dann können wir die Motorhaube einfach hochdrücken und kippen. Und dann sehen wir dieses riesige Konstrukt von Motor. Von oben sieht man erstaunlich wenig von dem Motor, aber sowas wird halt heutzutage überhaupt nicht mehr gebaut. Das Auto ist hier Baujahr 2006, die neueren Modelle davon sind ganz schwer nur noch zuzulassen. Ziemlich geile Konstruktion hier mit diesen Stahlseilen und den Federn da oben, die dann diese Motorhaube halten. Aber gut, es hält. Bis jetzt zumindest. Motortechnisch sehen wir dieses ganze Exemplar hier. Arbeiten an dem Motor schwierig, weil man einfach unheimlich schlecht drankommt. Wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe, seht ihr das? Ich habe den großen Reifen im Weg. Ist unheimlich anspruchsvoll, da dran zu kommen. Diese drei schönen Geräte zeige ich euch gleich noch. Die stelle ich euch gleich nochmal vor. Die machen richtig Spaß. Machen aber auch extrem viel Krach. Der Innenraum des F650 ist ein klassischer Ford-Innenraum aus dem Jahr 2006. Das Baujahr ist hier ein 2006er. Die F650, die man heutzutage noch kaufen kann oder bestellen kann, sind in dieser Pickup-Variante ab Werk gar nicht mehr lieferbar. Mittlerweile kann man nur noch im Endeffekt die Fahrerkabine bestellen mit einem nackten Chassis dahinter. In Amerika wird es dann häufig so umgebaut zu LKWs oder Arbeitsfahrzeugen oder Müllabfuhren. Die nutzen halt nur den Motor und die Sitzfläche und die Sitzkabine hier. Wir haben hier nach hinten hin noch Stühle, beziehungsweise die Sitzfläche, wo auch verhältnismäßig viel ist jetzt übertrieben, wo noch viel Platz ist, aber man würde mit mehr Platz rechnen bei einer Größe dieses Autos. Wie gesagt, die Anzeige ist typisch für ein Ford F650 aus diesem Baujahr. Wir haben nur einige Sachen, die anders sind zum PKW. Wir haben ein Automatikgetriebe, was als erstes auffährt. Wir haben rückwärts, neutral und D für Drive. Wir haben kein P. Das Auto wird hier abgestellt wie ein LKW im Endeffekt. Wir müssen ihn auf neutral stellen und dann diese Handbremse hier ziehen. Ich löse sie jetzt auch mal nicht, weil wir jetzt auch stehen, sonst rollen wir wahrscheinlich zur Seite, beziehungsweise nach hinten. Hier wurde schon einiges nachgerüstet. Wir haben hier ein Alpine Soundsystem, was hier nachgerüstet wurde. Wir haben Rückfahrkameras, die jemand über den Monitor hier sehen kann. Wir haben hier aber einen Knopf, das ist dieser hier mit diesem Symbol. Wenn wir da drauf drücken, können wir hinten die Heckklappe bzw. den hinteren Teil des Bodies etwas absenken, um ihn besser beladen zu können. Außerdem haben wir hier noch die Spiegel. Hier wurden auch Kameras
nachträglich installiert an den Spiegeln. Aber die sind natürlich hilfreich, aber nicht so extrem hilfreich, um irgendwas nicht im Auge zu behalten. Wir haben hier noch natürlich Lock und Unlock, das Auto auf- und zuschließen. Dann haben wir hier diesen Kippschalter. Der macht das Ganze relativ interessant, weil wir über diesen Kippschalter auswählen können, über welchen Tank wir, beziehungsweise welchen Tank wir steuern oder welchen Tank wir ansteuern. Das heißt, wenn jetzt der rechte Tank leer ist und wir die ersten 200 Liter verfahren haben, können wir einfach umschalten und wählen den anderen Tank auf der linken Seite aus, in dem Fall auf der Fahrerseite, und können so hin und her stellen und auswählen, was wir haben. Wir haben hier noch einige Knöpfe, die nachträglich eingebaut wurden, weil die keine Beschriftung haben. Der spannende ist der. Man hört es. Das ist ein Schiffshorn. Ob dieses extrem laute Horn jetzt so notwendig ist, sei mal dahingestellt. Aber man sieht das Auto einfach so trotzdem. Aber haben ist immer besser als brauchen. Deswegen ist es gut, wenn wir es dabei haben. Wie gesagt, hinten. Ich krabbel einfach mal nach hinten und zeige euch das. Der Einstieg hinten rein ist auch mit einer ziemlichen Kletteraktion verbunden. Der Platz hier hinten ist erstaunlich klein, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier sitze, bin jetzt nicht groß, habe ich mit mehr gerechnet. Ansonsten haben wir hier nicht mal Kopfstützen hier hinten, was bei einem Auto aus 2006 gefühlt eigentlich Standard wäre. Also es ist hinten relativ eng. Wir können natürlich mal hinten raus gucken auf diese Ladefläche, die auch nichts Besonderes bietet. Einfach nur eine Standard-Ladefläche vom Longbed, vom F350, die auch völlig unpraktisch ist aufgrund ihrer Höhe. Mit. Ja, schönen guten Morgen. Der fährt. Da vorne steht übrigens ein Auto, ich kann nicht mehr ganz erkennen, was es ist. Es ist unfassbar hoch und unfassbar groß. Jetzt sehen wir das Ganze mal live und in Farbe. Wir haben jetzt hier eingeschaltet und sind in den Drive-Modus gegangen, damit wir fahren können. Wir mussten halt, da wir keinen P-Modus haben, haben wir über die Feststellbremse das Ganze gelöst. Ich weiß ja nicht, ob man so richtig erkennen kann, wie groß dieses Gefährt hier ist. Aber wenn wir mal hier rausgucken, da unten ist die Straße. Also wir haben extrem viel Platz und versuchen das irgendwie zu handeln. Und die Blicke der Menschen sind ganz extrem. Alle gucken, alle zeigen Daumen, alle winken, freuen sich. Nur wir sind etwas konzentriert, weil mit so einem großen Auto fahren wir jetzt auch nicht jeden Tag. Und bemühen uns sehr. Unser Video zum Ford F650. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Biest hier. Ich würde mich über ein Abo oder über ein Like freuen und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!